Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aska, der Demo. Und wir sollen uns einen Unterschlupf bauen, der ist hier. Moment mal, den dürfen wir hinpflanzen, dann machen wir das doch. Und brauche eine Hacke erst, okay. Kann ich den hier fallen lassen oder so? Kann... Ich würde den... Hilfe! Kann ich den nicht wieder... Ich würde den gerne fallen lassen, hallo? Ah, so. Okay. Ich brauche eine Hacke. Alles klar. Ich baue eine Hacke mit... Spitzhacke? Holzhacke. Da kann ich direkt craften, cool. Mit 3. Eben. Okay. Sehr umständlich, alles klar. So. 5 zurück. Was ist das denn? Was ist denn die wir gelegt haben? Die wir gelegt haben? Stock. 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 Da. Immerhin dürfen wir zurückrennen. Auch wenn das sehr viel mehr Ausdauer kostet. So. Wir brauchen wir angeblich 4. Okay. Machen wir einfach mal weiter da. Was hier oben noch ist, das ist auf jeden Fall irgendwelche Rinde. Eine Wasserquelle können wir nehmen. Übernehmen, habe ich gesagt. Gluck, gluck, genau. Ein Stöcker. Das hier ist Harz, das nehmen wir auch mal. Nochmal Harz. Rinde nehmen wir auch auf jeden Fall. Auch mehr Rinde. Gut. Und dann die nächste fällen. Darf ich dich fällen? Quelle für lange Stöcker, ja. Eher zum Halten. Gut. Wir machen relativ wenig Schaden an den Tannen, aber ich meine, das ist ein... Das ist die erste Axt, die man craften kann. Das soll wahrscheinlich so sein. Ich denke mal, wir können hinterher auch schmieden und sowas und dann geht das auch. Na komm. 3 Schaden ist schon krass. Und kaputt. Sehr schön. Timber. Leider in die falsche Richtung. Noch das nochmal. Ja, es ist logisch, dass da Arbeitsschritte zwischen sind, aber ich finde, die könnte auch schon einfach in lange Stöcke zerfallen, so wie bei Green Hell oder so. Und da jetzt nicht nochmal 1000 Mal rumhacken muss. Finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Gerade wenn man dann 5000 Dinger machen muss und man auch nur einen verdammten davon tragen darf. So. Ein langen Stock. Ne, ich darf nur einen. Dann rennen wir mal zurück. Da haben wir jetzt, glaube ich, 3 rausgekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Was sehr cool wäre. Weil dann haben wir auf jeden Fall genug. Was ist das Auge? Okay. Keine Ahnung. Erschöpft oder so. Blinde Ausrüstung, Hämmer, was? Moment. Brauch einen Hammer. B. Werkzeug, Axt, Spitzhacke, Hammer. Kann ich herstellen? Okay. Das 6. Gibt's eh halten zum Bauen. Ach cool. In 10 Schritten. Ja, weiß ich nicht. Am Anfang auf jeden Fall nervig, vielleicht macht es hinterher dann mehr Sinn. Bereitstellen. Brauche ich hier noch was von? Bereitstellen. Hier eine Vorräte, was braucht... Was braucht er denn noch? Es steht nicht dabei, ne, was der braucht. Doch. Stöcke? Nee, Holz würde ich sagen. Nee, brauche ich nicht. Auf jeden Fall nochmal da hinten hin und hole nochmal ein paar Stöckers. Just for... Man weiß ja nie warum. Was ist der Rest davon? Wo ist der ganze Rest der Tanne?
Dass die spawnt. Nee, Moment, das war hier, ne? Das war der ganze Rest, oder? Ja, hier, da liegt's doch. Hat nur Issues, das zu zeigen. So, Stock. Dann nehmen wir den nochmal. Und rennen mal zurück. Irgendwas ist da mit dem Auge. Ich weiß aber nicht was. Ich laufe jetzt mal komplett durch. Das ist nicht Erschöpfung. Okay. Bin ich mal gespannt, was das sein soll. Ob das irgendwie Feind im Visier oder so ist. Hier halten zum Bauen. Waren Stöcke. Das war kein langer Stock. Den man eigentlich Baumstamm nennt, aber okay. Und wir haben einen Unterschlupf. Nee, haben wir immer noch nicht. Sag mal. Jetzt haben wir einen Unterschlupf. Finde ich schwierig, das Bausystem. Finde ich zu ausführlich, tatsächlich. Ich finde, man könnte auch einfach alles reinschmeißen. Aber ey, ist okay. So, ich hole mal kurz den anderen Dings noch. Den werden wir nämlich safe gleich brauchen. Spätestens, wenn der gleich sagt, ey, mach mal ein Upgrade. Dann haben wir den schon da. War doch auch noch ein Stock, ne? Noch was? Nee. Dann komm. Ach, guck mal, Flachs. Es gibt ihn. Ich fände es cool, wenn man auch sowas wie Ausdauer leveln könnte. Anscheinend kann man das nicht. Wenn man länger rennen kann oder vielleicht auch hinterher mehr ein, zwei Stöcker mehr tragen kann. So. Dann hier einmal E drücken. E ins Bett gehen, R Haus verwalten. Villager can already assign. Okay. Wir können Villager dazu ordnen. Und wir sehen, wie viele Leute dazu geordnet sind. Im Moment kein. Wir können es aufwerten natürlich. Das geht aber gerade nicht. Oder? Keine Aufwertung verfügbar. Zwei Stück können wir da machen. Okay. Kleiner Geist, das wäre jetzt so dein Moment, wo du rauskommen könntest. Sehe schon wenig. Wir holzen einfach mal noch das Ding ab. Ja, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Map sehr leer ist im Moment. Also vielleicht ist das auch nur, weil es hier das Startgebiet ist oder weil es eine Demo ist. Aber es wirkt so. Machen einen Schaden mehr, glaube ich, gerade, ne, an Bäumen. Ja, fünf sogar statt drei. Cool. Dann ein paar Beeren raus. So. Und dann nehmen wir mal hier Stöckers mit. Ah ne, wir müssen erst ernten. Da war ja was. Okay, also man macht mehr Schaden, wenn man levelt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ihr habt euch bei der Arbeit verletzt. Autsch, ein Splitter. Alles klar. Weird. Rinde, 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 Rinde. Vogelnest haben wir da auch einmal rausgehauen. Stöckers. Und nur lange Stöckers. Da ist unser Geist. Wo ist er? Da hinten. Was geht? B, Bulk-Menü, Eye of Odin. Okay. Wir nehmen das eine Ding mal hier schon mal mit zur Base. Wo ist er jetzt? Da. Wir haben es ja nicht weit. Und dann basteln wir uns so ein Auge von Odin. Ich glaube, das hier drin zu bauen an die Dings war jetzt nicht die beste Idee. B. Magie, das Auge Odins. So, Auge Odins. E. Bauen wir mal hier hin. Dann ebnen wir einmal. Wir stellen bereit. Bereitstellen. Bereitstellen. Okay, das ist es nicht. Das Ding ist, jetzt wissen wir schon wieder nicht, was brauchen wir. Auch da oben sehen wir es. Stock und kleiner Stein. Okay. Blind. Sorry, blind. Ah,
kleine Steine haben wir auf jeden Fall genug hier. So, eins. Hallo? Zwei. Drei. Vier. Und Nahrungsmangel haben wir auch gar nicht. Ist auch interessant. Nur eine Wasserquelle. Anscheinend kein Wasser hat. Da haben wir Stöckers, da haben wir nochmal das. Look, look, finde ich auch sehr geil. Stöcke haben wir. Ein Stein fehlt noch. Den haben wir da. Dann wieder zurück. Das hat sehr, sehr stark was von Medieval Dynasty. Nur grafisch nicht so gut. So, ihr halten zum Bauen. Bin ich mal gespannt, was das jetzt kann. Wenn es unterm Reiter Magie ist, erwarte ich jetzt was Cooles. Große Steine? Ich. Okay. Werkzeug, Spitzhacke, zwei Steinklingen und Stock. Guck mal da. Brennholz hinzufügen, Brennholz hinzufügen, Brennholz hinzufügen. So. Da haben wir auch schon mal ein bisschen Rinde weg. Ich glaube, Gewicht spielt hier keine Rolle. Nass wirst du anscheinend erst, wenn du schwimmst. Okay. So, und die holen wir uns auch noch. Oh, das ist eine Muschel. Okay, das ist gar nichts. Was hat er jetzt gesagt? Seile, glaube ich, wollte er noch haben. Die. Ernten. B. 5 Seile craften. Steinklinge craften. B. Spitzhacke. Brauche ich noch einen Stock und noch eine Steinklinge. Ein Stock hier und noch eine Steinklinge. Sollte eigentlich kein Problem sein. Größte Problem ist, sie zu finden. Da haben wir unser Steinchen für die Steinklinge. Da haben wir noch eins. Ich nehme das mal mit. Da haben wir wieder das Auge. Ach, oh mein Gott. Das ist hier die Zeit, die das Teil noch aktiv ist. Alles klar. So. Steinklinge. Dann Spitzhacke. Bei 3. Jetzt dürfen wir auch die Steine kaputt machen. Geh mal weiter nach vorne. Ich muss jetzt nicht den letzten Stein hier hinten kaputt machen. Du willst immer noch dasselbe von mir, ne? Ein Rathaus. Ah, nee, guck mal. Nee, Moment. Der will immer noch das Auge von Odin. Schade. Ist das... Meint das Spiel das ernst? Enthält Jotenblut. Das Spiel meint das nicht ernst, oder? Ja. Leider sollst du denn da rumhauen. Ich mache jetzt einen kaputt. Gucken, ob es einen großen Stein gibt. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Wäre cool, wenn ich zwischen ein, zwei Level kriegen würde beim Steinhacken. Dass ich mir Schaden mache. Ich fürchte, da warte ich vergeblich drauf. Mir fehlen irgendwie noch ein paar Viecher, die hier rumlaufen. Irgendwie ab und zu mal so ein Fuchs, ein Hase oder ein Reh. Die Welt wirkt sehr leer. Das ist schade. Yay, wir haben es tatsächlich fast geschafft. Aber ich sehe hier tatsächlich auch nur kleine Steine gerade. Und keine großen. Wir haben Steinmetz gerade einmal gelevelt zwischendurch. Wir machen mindestens einen Schaden mehr. Cool. Und wieder ein Splitter. Natürlich. Wir sehen aber, dass das relativ schnell wieder abklingt. Alles klar.
So, zack und zack und zack. Großer Stein. Eh aufnehmen. Gut. Also das geht tatsächlich so. Sehr, sehr aufwendig. Ein großer Stein. Hoffentlich ist da jetzt auch noch ein zweiter bei. Wäre sonst ziemlich doof. Aber ja. Großer Stein. Kleiner Stein. Kleiner Stein. Beide nehme ich auch noch. Und euch kann ich nur eintragen, ne? Ja, ja. Natürlich. Dann einmal das Auge von Odin. Bauen. Wieder in 10 Schritten. Ich frage mich, ob man das auch levelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht. Na. Gut. Bauprozess. Bauen 2. Okay, gut. Man macht's. Auge von Odin öffnen. Ich kann es abreißen. Ich habe Aufwertung, die ich aber nicht sehe. Und ich habe ein Lager. Okay, das Auge von unten kann ich da Sachen lagern. Und ich kann den Jotunsplitter lagern drin. Ich glaube, einen habe ich auf den Boden geworfen, ja. Und das ist dann praktisch Mana oder so. So wie es aussieht. Erste von vielen. Erste würde... Summon of First. Okay, interessant. Interessantes Konzept, Bro. Zünd mal das Feuer an. Feuer machen. Das ist ein interessantes Konzept, dass man die beschwört. Aber wie lange muss ich jetzt draufhauen, dass da genug Splitter von abgehen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das dauert ein bisschen länger. Ja? Geht noch nicht? Schade. Na. Ich finde es gut, dass sich das schrittweise abbaut und man dann zwischendrin immer mal ein paar Ressourcen kriegt. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer zum Farmen, als dass man jetzt 300 Leben runterklatschen muss. Aber ich meine, kleiner Stein ist jetzt nicht das, was ich da raus haben will, ne? Ich hätte gerne noch Jotunsplitter. Immer noch kleine Steine. Immerhin kann ich jetzt einige Steinklingen machen. Ja. Steinmetz Level 2. Mache ich jetzt 6 Schaden? Nee, aber ich mache anscheinend keine 2 mehr. Ist okay. Wir machen sehr viel öfter 5 Schaden. Na komm, den nehmen wir mit. Den nehmen wir anscheinend nicht mit. Ah, den haben wir schon dabei, okay. Wir können kleine Sachen immer noch aufheben. So, packen wir hier hin. Und einfach hier hinschmeißen, danke. Und, bitteschön, confirm, activate. Wir können jetzt Arge oder Skade uns holen. Skade ist, hat eiserne Lungen, schläft öfter, läuft aber länger und hat einen eiserne Magen. Kann extreme Hungerphasen aushalten, ohne starke Stimmung einzubüßen. Und kräftig Verfassung, kriegt weniger schnell irgendwelche Krankheiten. Anscheinend gibt es einige Krankheiten. Und nächtliche Widerstand, geleitet beruhigend. Ich nehme hier den. Braucht das eine Weile oder? Zeit bis Ankunft, tatsächlich, das braucht eine Weile. Ist das Real Life? Muss ich jetzt 10 Minuten Real Life warten? Oder wie ist das? Muss ich jetzt nicht ernsthaft 10 Minuten in Real Life warten, oder? Das wäre ja richtig dumm. Das muss auf jeden Fall auch in Real Life warten, bis der fertig ist hiermit. Ich kann es nur abreißen, ich kann noch keine Verbesserung. Das triggert mich hier oben. Gut, also ich habe meinen ersten Dorfbewohner. Das habe ich gemacht. Vielleicht
sammeln wir einfach in der Zeit noch ein bisschen oder so. Ich werde jetzt in der Zeit noch ein bisschen sammeln und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was uns der Dorfbewohner da so bringt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!